In diesem Video zeige ich euch die Top 10 Dinge, die man in GTA Online gekauft haben muss. Also fangen wir an. Nummer 10. Der Spezialkarabiner. Egal ob mit Brandmunition oder nicht, der Spezialkarabiner macht dich dicht. Oder kalt. Kommt drauf an. Nummer 9. Die Explo-Shotgun. Mit dieser Waffe sind alle Kämpfe am Boden sehr schnell vorbei. Und dank Auto-Aim geht es gut wie keinen Schuss daneben. Wenn man dies jetzt noch mit Off-Radar kombiniert, haben die Bodenhantel keine Chance. Nummer 8. Das RPG, aka Panzerfaust. Mit dem RPG kann man sehr gut andere Spieler um Ecken töten. Wenn man dies jetzt noch mit dem Thermalhelm kombiniert, kann man selbst lange Schüsse, wie ich hier, auf eine Entfernung von 100 Metern sicher treffen. Nummer 7. Die Heavy Sniper Mark II kombiniert mit dem Thermalhelm. Selbst der geübte Marksman-Gewehr-Bodenhansel kommt nicht darauf klar, dass man ihn sehen und töten kann, bevor er überhaupt gespawnt ist. Ja, blöd gelaufen für ihn. Nummer 6. Der TM-02 Khanjali-Panzer. Ob gegen Infanterie oder andere Fahrzeuge, der Khanjali macht keine Gefangenen. Es sei denn, der Fahrer fährt ihn in der Situation zum ersten Mal seit 3 Wochen. Nummer 5. Der Bussard. Durch seine kleine Natur und seine Wendigkeit gut gegen Explosivsniper geeignet. Und durch seine ungelenkten Raketen auch gut gegen Infanterie. Auch mit den Miniguns kann man gut andere Spieler belasten. Man muss nur treffen können. Nummer 4. Der Hunter. Durch seine schiere Präsenz ist der Avenger-Pilot so resigniert, dass er sein sicheres Fahrzeug verlässt und sich dann so schockiert ist, dass er nicht weiß, was er tun soll. Auch wenn ich den Bussard dem Hunter bevorzuge, hat ein Bussard gegen einen guten Hunter-Piloten kaum Chancen. Der Hunter wird leichtes Spiel haben, euch den Bussard zu vernichten. Nummer 3. Der Akula. Mit seinem Tarnmodus ist er die perfekte Erstschlagwaffe.
und da ist sein Sperrfeuer auch gut geeignet, um größere Gegnergruppen zu vernichten. Dadurch kann der Aquila auch gut einen Hunter mit Gunner outplayen. Nummer 2, der BL Strike Force. Ursprünglich als Panzerjäger gedacht, ist der B11 ein sehr interessantes und skillvolles Fahrzeug. Besonders durch seine hohe Wendigkeit, Panzerung, Gegenmaßnahmen und Sperrfeuer kann man mit ihm großen Spaß haben. Auch durch seine Minigun gut geeignet, um P906 Laserjets zu geiern. Es sei denn, der Laserpilot ist ein schlechter Verlierer und bringt sich selbst im Jet um. Nummer 1, der Avenger. Durch den in dieser Liste öfters auftauchenden Thermalhelm ist er eine Macht, die man nicht mehr stoppen kann. Durch extrem hohe Panzerung und seinen Kamerageschützen mit ebenfalls extremer Reichweite jeden Grind wert. Auch wenn man eine Basis braucht, ist der Avenger spaßbringend und als V22 Osprey-Verschnitt sehr gut gelungen. Da man durch den Autopiloten die Dinge auch allein in die Hand nehmen kann, also ich möchte nicht am Boden sein, wenn der Avenger richtig loslegt. Bonus: Der Savage. Durch seine Hitbox, wo ich nicht glaube, dass es ein Bug ist, da Rockstar einen Bug, der die Noobbiker beim Noobbiken behindert, nicht zu lange im Spiel lassen würden, ist der Savage gut geeignet, um Noobbikes mit ihren schwachen MK2-Raketen zu kontern. Und da ich ebenfalls durchspammbare, aber unendlich Lenkraketen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass eine Rakete trifft, wenn sich der Noob nicht selbst umbringt. Somit hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Daumen nach hoch, wenn euch gefallen hat. Daumen runter, wenn euch nicht gefallen hat. Ihr kennt es ja. Schreibt konstruktive Kritik in die Kommentare und abonnieren nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis dann und ciao, ciao. By the way, guckt bei Gathanolot vorbei. Der hat so ein Video ebenfalls mal gemacht vor geraumer Zeit. Link in der Videobeschreibung.